Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Dead Space. Wir haben das Thermit endlich gefunden, mit dem wir das Zeug in die Luft sprengen können. Das Thermit, das Sie gefunden haben, sollte sich durch die Barrikaden fressen können. Benutzen Sie das Shockpad, um es zu zünden. Ich hoffe, ich kann die Stellung halten. Ich höre da nämlich was Großes kommen. Oh je, auch noch was Großes. Jetzt gibt es da auch noch größere Viecher. Jetzt habe ich leider zu viel Muni momentan. Ärgerlich, ich habe einen weiteren Knoten gerade gefunden. Damit können wir Waffen und Rüstung verbessern. Und sind jetzt direkt raus. Ach, das hat die ganze Zeit. Oh, einmal Stase bitte. Die anderen ekligen Viecher. Oh. Ich glaube, deswegen röchelt man die ganze Zeit. Ich vergesse da immer. Die Lebensanzeige ist echt innovativ gewesen oder ganz cool, aber man vergisst echt oder ist innovativ. Oder mal ganz abwechslungsreich, aber man vergisst häufig drauf. Also ich vergesse häufig da einfach drauf zu achten. Das ist ein bisschen doof. Oh, ich darf jetzt was in die Luft sprengen, habe ich gehört. Ich dachte, ich darf jetzt das da in die Luft sprengen. Ach, ich brauche... Ach, okay. Gut. Ja, ja. Mal wieder nicht richtig zugehört. War hier nicht ein Shop? Da war ein Shop. Wie viele Credits habe ich momentan? Ein Impulsgewehr kaufen. Ja, warum nicht? Ja. Rote Waffensymbole bedeuten, dass der Munitionsclip Ihrer Waffe näher ist. Ah, so. Okay, wie wähle ich das aus? Ah, okay. Okay, was für Muni braucht das? Ja, wie wär's mit den Impulsprojektilen für das Impulsgewehr? Ja, schön. Hier muss ich rein, ne? Eine neue Waffe gegen diese Viecher. Dringend notwendig. Ja, komm, ein bisschen schneller können wir hier laufen. Der steht doch auf, oder? Jetzt will ich nicht sagen, dass du nicht aufstehst. Ach ja, hier waren wir schon. Wo muss ich jetzt hin? Infidelis. Nein, nicht Infidelis, oder? Okay. Fangen wir auch an, Latein zu sprechen. Ja, speichern kann ich eigentlich auch mal wieder machen.
hat sich jetzt hier irgendwas verändert in dem Bus? Eintritt Schwerelosigkeit. Ach so, ich muss drauf ziehen. Oh, krasser Scheiß. Okay, minimal verwirrend. Uff. Minimal auch nur. Verwirrend. So. Okay. So, jetzt muss ich das Ding wahrscheinlich auslösen. Ne, nicht? Denn da noch Energie zuführen. Ein weiter Sprung. Okay, ich habe noch zwei so Energiezellen übrig. Aber ich sehe gerade nicht, wo ich die reindrücken könnte. Nein, drei sogar. Ach, ist die eine vielleicht irgendwie leer? Nee, die sind. Na, vielleicht sollte ich einfach durch die Tür da gehen. Jetzt hat jetzt. Ja, hier ist einfach durch die Tür zu gehen. Ach, das sind die einfachsten. Ende der Schwerelosigkeit. Das geht doch. Ein Schockpad. Gut, Sie haben ein Schockpad. Benutzen Sie das jetzt zusammen mit dem Termit, um die Barrikade hochzujagen. Scheiße, ich kann auch mehr kaum hören. Durch die Luftschächte. Seien Sie vorsichtig, Isaac. Ja, er wird schon ein klein bisschen irre, der Kerl. Ich glaube nicht, dass er das durchhält. Der macht es nicht mehr lange da. Eintritt Schwerelosigkeit. Ja. Da. Das war so klar. Ach, das ist doch 100% nicht das Einzige. Also es ist jetzt mega mies in dieser Schwerelosigkeit da zu kämpfen. Schnell weg hier. Ende der Schwerelosigkeit. Eintritt Vakuum. Ja, Ende der Schwerelosigkeit, dafür Eintritt ins Vakuum. Okay, das hat mich gerade ein bisschen überrascht. Ja, aber so viel Zeit muss sein. Wechseln wir gerade mal wieder die Waffe.
Ende des Vakuums. Nun. Erstmal speichern. Ja. Was hast du jetzt wohl nicht gerichtet? Das ist ja über diese kleinen Haken-Tentakel-Ärmchen. Da habe ich was losgetriggert. Wo bist du? Nee, echt jetzt? Unsichtbare Mauer. Ach komm. Ernsthaft jetzt? So kann ich das nicht. Oh. Okay. Auf die Idee hätte man auch vorher kommen können. Das ist natürlich jetzt eine Entscheidung. Opfer ich einen Energieknoten? Na, komm, ich will wissen, was drin ist. Ja, ich will wissen, was drin ist. Hm, Audiolog schon. Wir haben da unten was gefunden, richtig? Ja, wir haben was gefunden. Dann stimmt es also, was in den Texten steht, die ganze Zeit. Da wäre ich mir nicht so sicher. Und dem, was ich gesehen habe, war nichts gründlich. Wir müssen es in uns aufnehmen. Wir sind die ersten Zeugen. Mathias lässt keinen in die Kolonie runter. Sie steht unter Quarantäne, bis wir mehr wissen. Zur Hölle mit Mathias. Gerade er sollte wissen, dass das hier größer ist als er oder die Operation oder die ganze Firma. Das ist unsere Erlösung. Reißen Sie sich zusammen. Da unten sterben Menschen. Nur die Wertlosen und die Ungläubigen. Aber ich bin gläubig. Sind Sie gläubig, Terence? Na? Ja. Wie, Inventar ist voll. Wie, Inventar ist voll. Kann ich mein Inventar leeren? Ach, Scheiße. Okay. Okay, was haben wir? Mittel. Kleines Medkit. Was ist das? Luftkanister. Okay. Ach komm. So, was haben wir hier noch dran? Ach je, jetzt muss ich das auch noch hier umlagern. Entfernen, entfernen. Großes Medkit. Ja, super. Noch nie. Jetzt kriege ich das. Jetzt kriege ich das Mittlere ausgewählt. Sehr gut. Also, ja. Knoten hat er sich gelohnt oder hat er sich nicht gelohnt.
Immerhin einen Audiolog gefunden, das ist ja für die Story ganz wichtig. Und wir haben irgendwelche ganz kranken Fundamentalisten weiter Bescheid bekommen, die irgendeine neue Religion anbeten wollen. Was? Was sind denn das für Viecher? Slimes? Little Schwabbles? Keine Ahnung. Werden die jetzt alle tot? Okay. Was waren denn das für eklige Viecher? Eklige, kleine, krabbelnde Schleimviecher. So, jetzt können wir endlich die Tür in die Luft sprengen. Mit unserem selbstgebauten... Oder mit unserer selbstgebauten Bombe. Und wie das Ganze dann hier in die Luft fliegt, das seht ihr in der nächsten Folge. Alles klar, bis dann. Tschüss.